Servus Leute, mein Name ist Paul und willkommen zum neuen Judo-Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, ich befinde mich gerade auf Wettkampf-Prep und wir haben nur noch 17 Tage zum allerersten Wettkampf. Wir geben Gas, aber es gab in dieser Vorbereitung einige Probleme. Ich will darauf heute auf jeden Fall eingehen, was so die Schwierigkeiten sind, ob das Ganze noch machbar ist und wie es läuft. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Wichtigsten. Posigen, Hose an. Und dann gibt es für Stefan den Formcheck, wie immer, alle zwei Tage gibt es einen Formcheck. Ich trainiere derzeit jeden Tag zweimal zwei Runden Posing, immer in der Früh und dann immer nach dem Training nochmal, werdet ihr nachher auch sehen, damit das Posing wirklich sitzt. Vom Gesicht her merke ich, bin ich eigentlich noch nicht so skinny. Also es wird schon ein bisschen dünner, aber da hängt trotzdem noch genügend Fett, was weg kann. Deswegen mal schauen, was die Form jetzt sagt. Die ist auf jeden Fall in den letzten Tagen ein bisschen angezogen. Aber ob es für zwei Weeks out gut ist, ja, das wird Stefan gleich beurteilen. Okay, ich würde sagen, dann schauen wir uns den dicken Jungen mal an. Der Bauch schrumpft auf jeden Fall, aber hier hängt halt trotzdem noch. Seit meiner Verletzung am Beinbeuger ist mein linkes Bein, mein vorderer Oberschenkel, zuckt teilweise. Das heißt, ich kann nicht immer hier diesen Teil hier anspannen, warum auch immer. Am Anfang im Line-Up geht's, aber dann zum Schluss, bei der Bauch-Beine-Pose, also vielleicht gerade gesehen, rutscht er immer weg und ich kann nicht mehr anspannen. Das ist richtig übel nervig, das ist kacke. Von den Kalorien her sind wir jetzt schon gut low unterwegs. Also Stefan hat jetzt vor kurzem erst die Tageskalorien nochmal um 700 reduziert. Also wir waren jetzt bei 3,2 glaube ich. Oder 3,1 an Rest Days. Jetzt bin ich an Rest Days bei 2,4. An Trainingstagen an 2,6. Also für mein Gewicht schon sehr, sehr wenig. Ich habe mich auch ein bisschen herumgesprochen. Stefan Kona ist zum Beispiel 3,7 teilweise. Also mein Verbrauch dieses Jahr, ich weiß nicht, ist einfach ein bisschen anders. Durch die Blinddarm-OP vielleicht einfach alles ein bisschen runtergesetzt. Ich schicke jetzt mal die Fotos an Stefan und schau, was er sagt. Gewicht war jetzt heute kein Tiefsgewicht, aber er war in Ordnung. Ich war jetzt immer im 102er-Bereich. Das Tiefste war, glaube ich, 102,0. Jetzt vorgestern. Also schau mal. Und ich glaube, Camilla will uns hier auf jeden Fall beide leiden lassen, weil die backt ja einfach einen richtig geilen Kuchen für ihre Mutter. Dieser Brioche-Teig, der riecht killer. Einfach geil. Aber man merkt halt wirklich auch, nachdem ich jetzt eigentlich, ja, ich hatte halt die Unterbrechung mit der Blinddarm-OP, wo ich mehr oder weniger normal gegessen habe, aber seitdem habe ich einfach Anfang des Jahres eigentlich eine Mealplan gehabt, wo man eigentlich zu 100% clean gegessen hat. Da merkt man schon, dass man auf jeden Fall ein paar Speisen langsam vermisst, jetzt vor allem, wenn man auf Wettkampf-Diät ist. Also darauf freue ich mich in Zukunft auf jeden Fall wieder. So, Feedback von Stefan kam rein. Ich habe ihm auch geschrieben, dass mein linker Quad immer wieder abhaut beim Posen. Also zum Beispiel jetzt hier im Line-Up sieht man, dass der da nicht ganz durchgestreift ist. Aber hier bei Double Bizeps ist es mehr angespannt. Also genau dieses mittlere Ding hier am linken Bein geht immer wieder weg. Genauso bei eben der Pose von vorne. Ist übel nervig. Aber es gab positives Feedback. Form wird auch immer wieder besser. Das passt. Sehr nice. Und jetzt gibt es erstmal Pre-Workout-Meal ohne Banane. Die wurde mir gestrichen. Also ja, Stefan streicht Vitamine vom Plan. Naja, was soll's, wir müssen ein paar Carbs sparen. Deshalb 80 Gramm Reispudding, 40 Gramm Proteinpulver, bisschen Zimt on top. Das war's. Das wird heute meine erste Mahlzeit sein. Ich versuche die Mahlzeit jetzt auch schon immer wieder ein bisschen mehr rauszuzögern. Das heißt, die Mahlzeiten später zu essen, um dann einfach zum Ende des Tages hin besser damit klarzukommen. Hunger geht aber klar. Ich zeige heute auch vielleicht ein bisschen, was ich so für Mahlzeiten noch esse, was sich verändert hat. Weil Kohlenhydrate sind auf jeden Fall reduziert worden. Jetzt ums Training rum nicht zu 100%. Aber generell natürlich so. Ich freue mich richtig drauf. Reispudding und Porridge derzeit am Tag ist auf jeden Fall meine Lieblingsmahlzeit. Wir beiden gehen jetzt erstmal zu der Wohnungsbesichtigung und dann direkt ins Gym. Camilla meinte schon, sie weiß nicht, ob wir so vielleicht zu einer Besichtigung gehen. Ich ziehe noch was anderes an. Okay. Also ich kann auf jeden Fall so gehen. Ja, aber dann kriege ich die Wohnung nicht. Doch. Bist du Axel H. Busch, oder was? Ja. Ja, den muss ich rasieren. Allerdings. Aber mein Arm, der wird schon gut definiert. Das zeige ich euch nachher auch im Gym beim Posing, weil da ist das Licht anders. Da hängt nur noch so ungefähr 50 cm Fett. Ja, jeder hat seine andere Problemzone. Camilla hat nämlich auch den ganzen Körper voll. Ja. Camilla hat gerade 900 Kalorien pro Tag. Also ich muss sagen, wieso? Camilla zieht wirklich richtig gut durch. Weil du hast so wenige Kalorien, du hast so viel Cardio. Mhm. Und du bist echt fleißig. Dankeschön. Bitteschön. Dafür bin ich immer noch fett. Ja, wir sind beide noch zu fett. Ja. Heute ist Brusttag, das heißt, wir pumpen die Brüste ein bisschen auf. Ich muss sagen, von den Trainingsgewichten her benutze ich eigentlich das gleiche wie so vor 10, 12 Wochen. Also von der Kraft her hat sich echt nichts verschlechtert, was sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, das liegt vor allem auch an der Pre- und Post-Workout-Ernährung. Also früher, 22, hatte ich nie direkt vor und direkt nach dem Training eine Kohlenhydrat. Reiche, fettarme, proteinreiche Mahlzeit, sondern eigentlich meistens dann entweder am Porridge, so zwei Stunden vorm Training oder ich war auf leeren Magen im Training. Und deshalb funktioniert das derzeit wirklich, wirklich sehr gut mit der Pre-Workout-Mahlzeit oder direkt mit der Post-Workout-Mahlzeit. Ich habe generell sehr viele Mahlzeiten gerade pro Tag, was sonst auch nicht normal war. Klar, ich bin mit dem Körperfettanteil jetzt noch nicht so tief wie 22,
Aber ich hoffe, dass die Kraft natürlich weiterhin gehalten wird und geben dafür Gas. Deshalb reines Brusttraining, ich habe Bock. Ich muss sagen, immer so kurz davor habe ich wirklich gar keine Lust auf Training, oft einmal. Aber wenn man einmal startet, ist es eigentlich wirklich halb so wild. Also das Hauptziel ist ja eine Diät, wirklich die Trainings über die Bühne bringen, die Kraft halten und Leistung bringen. Deshalb ist es immer so ein kleiner Angstfaktor davor, okay, halte ich die Kraft jetzt, wird das Training gut, vielleicht hat man davor schon leicht Hunger, was es immer wieder vorkommen kann. Aber wenn man einmal startet, dann geht es eigentlich smooth über die Bühne. Easy. Ich würde sogar sagen, das waren mehr Reps als beim letzten Training. Immer noch meine Hassübung im ganzen Brusttraining. Ich bin auch nicht wirklich stärker geworden, weil es einfach für mich so fordernd ist. Und als dritte Übung einfach nur eigentlich für Pump zwischendurch ist, Dips. Knallen immer noch extrem rein, spüre ich richtig krass. Und würde ich sagen, haben meine Brust auch ein bisschen verbessert. Deshalb schaue ich, dass ich jetzt meine 6 Stück schaffe. Come on. Also ich glaube, es war eine Steigerung, ich glaube, es waren 7. Hat sich auch deutlich leichter angefühlt. Aber wenn man zwingend den Körper rückt, müsste doch eigentlich leichter werden. Vierte Brustübung wie immer am Kabel. Und ich schwöre, meine Brust fühlt sich wirklich, wirklich geil an. Also ich sag's immer wieder, die Trainings derzeit sind wirklich, wirklich gut. Power ist da, Pump ist da. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hab's gerade schon gesagt, Davids Bräune ist auf jeden Fall Next Level. Kann ich mir noch was abschauen. Das MT2. Ja. Oder das heißt. Und Bart kann ich mir auch noch was abschauen. Für mich bei der Übung aber immer richtig schmal, weil die Schultern irgendwie verschwinden, wenn ich halt in diese Most Muscular Pose hier bei der Übung gehe. Aber ich spüre es in der Brust halt crazy. Kommt halt wirklich nur die Brust auf, den Rest bleibt unangetastet. Herz kommen langsam in der Schulter. Derzeit wirklich fast jedes Training eigentlich irgendwo Verbesserung zu sehen. Dann gleich auf Brustposing. Da sieht man auch immer Unterschiede. Am besten müsste eigentlich immer bei mir eigentlich hauptsächlich Brust, Schulter, Rücken aufgewummt sein. Dann sieht es gut aus. Arme am besten gar nicht. Okay, also ich muss sagen, die 6 Übungen verkrafte ich auch nach wie vor sehr gut im Brusttraining. Das Einzige, was mir hinterherhängt, ist manchmal so die Beine, weil die habe ich alle vier Tage. Und da kann es schon mal vorkommen, dass Muskel gerade auch da ist. Aber sonst eigentlich ist jeder andere Muskel perfekt. Abgestimmt gerade am Trainingsplan, auch wenn viele Leute den gleichen Trainingsplan haben bei Stefan, den ich gerade auch habe. Passt irgendwie, finde ich, optimal. Und knallt sehr, sehr gut rein und kann ich in der Diät auch gut halten. Deswegen ist stabil. Training bis jetzt war auch super. Sehr schnell durch gewesen. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal knapp eine Stunde gebraucht. Jeder Satz beim Muskelversagen, nah dran, kraftmäßig, war absolut top. Ja, also dafür, dass OP für 15, 16 Wochen waren, kommt der Bauch auf jeden Fall schon ganz gut raus. Ist jetzt nicht crazy lean mittlerweile, aber es wird auf jeden Fall besser. Das Problem zeige ich euch gleich, dass mit meinen Beinen, dass die nicht zu 100% immer beide durchgespannt sind. Jetzt gerade zum Beispiel ist alles angespannt, aber manchmal, wenn ich dann nur so stehe zum Beispiel, jetzt gerade ist es nicht angespannt. Ist nicht durchgespannt, der Dreck. Rechts geht es jedes Mal, links nicht. Ich weiß nicht warum. Muss man so Elektroden draufpacken. Aber es bringt mir auf der Bühne auch nichts. Sidechest kommt dafür jetzt auf Pump, ziemlich nice. Jetzt bei Bauch und Most Muscular wieder das gleiche. Drecks Oberschenkel. Ich mache übrigens auch Bodybuilding-Posen, also auch Let's Press, Side-Triceps und so weiter mit, weil ich auch auf Bodybuilding-Bühnen stehen werde. Nicht nur in Classic Physik, also jetzt bei den NPC-Shows schon, aber ich will auch ein, zwei Naturalwettkämpfe mitmachen. Und da sind natürlich auch andere Posen gefragt oder mehr Posen gefragt. Also mit meinem linken Bein regt mich richtig auf, da werde ich auch den müssen eine Posingstunde nehmen, dass ich das irgendwie besser hinkriege, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Also der anstrengendste Part derzeit ist wirklich das Cardio. Ich nutze jetzt auch schon mein Handtuch, um den Bildschirm abzudecken, damit ich im Prinzip nichts von der Zeit sehe und besser durchhalten kann. Weil täglich habe ich wirklich 50 Minuten
Das ist für mich nicht ohne, habe ich in meiner letzten Diät gar nicht gemacht. Und da war ich mit den Kalorien, würde ich sagen, relativ gleich, vielleicht sogar einen Ticken höher. Und deshalb, was Fettverlust jetzt in dieser Diät angeht, ist es alles andere so gelaufen, wie man sich vorstellen hätte können. Gleich zu Beginn, Blinddarmoperation, 4 Wochen komplett raus gewesen. Vielleicht, sag ich mal, nicht viel Fett aufgebaut, aber einfach so, es ist alles so ein bisschen schwammiger geworden. Ich glaube, jeder kennt es nach einer Operation, dass der Körper einfach ein bisschen mehr Wasser hält. Und wir hatten halt jetzt zu dem ersten Wettkampf nicht ganz 12 Wochen. Letztes Jahr ist auf jeden Fall gut vorangegangen, aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt in Bestform da stehen werden. Jetzt sind ja mehrere Wettkämpfe geplant. Deswegen hoffe ich, dass ich so Mitte September auf jeden Fall Bestform erreiche. Und dann Anfang Oktober mache ich nochmal 2 Wettkämpfe. Im September findet auch 1-2 statt wahrscheinlich. Und dann haben wir die Saison sehr, sehr gut hoffentlich abgeschlossen. Oh mein Gott, diese Cornflakes jetzt, die werden geil. Auch wenn ich sagen muss, dass die Rice Krispies wirklich 1 Million mal geiler sind und die gehen mehr auf, man hat irgendwie mehr Menge, muss ich mir definitiv wieder bestellen. Da habe ich jetzt einen neuen Geschmack entdeckt von Proteinpulver. Habe ich tatsächlich auch schon mal getestet. Ich weiß nicht, warum ich es nie wieder bestellt habe, weil es ist ultra geil. Es hat auch keine Stückchen drin. Milky Chocolate Vegan Designer Sesame, was ich auch im Porridge oder in den Cornflakes war, Assorted Caramel Mocha, weil hier haben wir kleine Stückchen drin, haben wir noch mal ein bisschen extra was zu beißen. Und die mit Hazelnut Nougat sind bei mir auf jeden Fall täglich an der Tagesordnung. Da kommt einfach der Shake drüber und dann wird das richtig geil. Ich freue mich übel drauf, habe auch schon krass Hunger. Ist aber auch schon 15 Uhr, jetzt für die zweite Mahlzeit relativ spät. Aber wie ihr seht, versuche ich halt alles recht gut rauszuzögern. Aber an der Stelle auch nochmal, falls ihr euch geile Subs holen wollt, gerade läuft die Vegan-Food-Aktion, wo ihr 20% auf vegane Produkte und 20% auf Food spart, das heißt Riegel, Maispudding, Reispudding sind ja nicht mit dabei und viele andere Food-Produkte, zum Beispiel Kreatin ist dabei, Aminos sind dabei, veganes Designer ist dabei, Protein-Pudding, Protein-Brownie und dann 50% auf Proben. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert für alle jetzt im Sommer, die vielleicht nochmal verreisen, dass man da ein paar Proben absteckt, zum Beispiel auch von Crank für unterwegs optimal oder genauso das Proteinpulver. Und dann ist man on the go immer perfekt versorgt mit Code Paul. Spalter, maximal. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Geburtstag und Camilla hat fleißig gebacken. Stabiler Bienenstich. Nicht das Hessische. Das sieht gut aus. Es wird in der nächsten Offseason geübt, wenn du endlich mal was davon isst. Wenn du eine gute Version davon in vegan machst? Nein, ja, in vegan, okay, aber du musst es dann trotzdem auch essen. Okay. Oder drunter Tiramisu, Protein. Leute. Ach du das Kacke. Sieht zumindest schön aus. Ja, wir können es gehen. Ich habe mein gutes Zwetschgenporridge dabei, das wird sich danach gegönnt. So, kurzer Leg-Check. Okay, rechtes Bein, linkes Bein, ja, die Wade, die muss auf jeden Fall noch voran. Sind jetzt zwar rasiert, aber definiert. Noch nicht so ganz, noch nicht so ganz. Ganz wichtig immer wieder zwischendurch, der Abs-Check und der Arm-Check. Boah, Leute, die letzten 3-4 Stunden auf nichts mehr gefreut als jetzt dieses Porridge. Bei den anderen gibt es da hinten ein richtig geiles Buffet. Ich habe schon ein bisschen Soda-Zitronen zumindest getrunken, also einfach so Wasser mit Zitrone. Dann schaue ich zu, wie die anderen Curry essen. Camilla muss auch leiden, die hat nämlich gar nichts mit. Das ist natürlich auch nicht so schön, aber wir haben uns das und zu Hause haben wir dann einen kleinen Burger für nachher. Wir sind wieder zu Hause und ich schwöre euch, der beste Abschluss des Tages ist eigentlich immer so die letzte Mahlzeit. Man ist schon müde, man freut sich aufs Bett, weil das ist derzeit bei mir wirklich jeden Tag so. Also ich bin echt teilweise am Abend immer gut K.O. Auch heute 15.000 Schritte gemacht, wir waren fleißig. Jetzt Camilla gerade fleißig in der Küche, brät hier unsere Burgerbrötle an, weil wir machen uns heute ein paar kleine Burger. Aus Proteintoast. Wir dachten uns, heute tausche ich mal den Reis gegen 2 Burgerbrötchen aus. Kann man auch mal machen. Und dann Paul macht es auch nur einmal in 5 Monaten, ja. Nach 3 Tagen oder so überreden. Das stimmt. Also, ich muss sagen, ich halte mich wirklich sehr, sehr gut an dem Mealplan. Lass keine Mahlzeit aus, weil man sich regelmäßig esse. Und jetzt gibt es zumindest einmal. Einmal, aber dafür sind die Makros. Genau. Ich habe sogar insgesamt sogar ein bisschen weniger Kalorien, als ich normalerweise esse. Deswegen passt das gut. So viele Schwierigkeiten, die Diät auch manchmal bereitet, das sind dann geile Momente. Wenn man sich einfach nur auf seine 2 Mini-Burger-Brötchen freut. Ich glaube zwar, das würde mich auf jeden Fall weniger satt machen als die Reisportion mit dem Sojaschnitzel, aber macht nichts. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf und gönne ich mir gut rein. Gleich auch bitte Beiß, das zeige ich euch jetzt. So sieht dann das Eis aus, besonders der tägliche, abendliche Shake. Den fülle ich mir einfach in so ein Ninja Creamy Gefäß mit 2 Gramm Guacamole und Flüssigkeit. Friere ich dann ein und am nächsten Tag mixe ich das in ein Ding hier. Ninja Creamy, hau dann ein paar Nüsse on top und das ist dann mein abendlicher Shake und das ist so was von geil, wirklich wild. Also besser kann man den Tag nicht abschließen. Ich freue mich jetzt aufs Bett, werde pennen gehen. Ich hoffe, euch hat es wieder an der Stelle gefallen. Lasst gerne ein Like da, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde Gas geben, gibt regelmäßige Updates. Bestform incoming. Ciao.